Ja, moin miteinander. So, heute Spiel gegen den FC Augsburg. So, leider habe ich es auch heute nicht mit ins Widerstand geschafft, deswegen kann ich jetzt irgendwie halt auch das Video machen, aber naja, ab dem Spiel gegen Hannover bin ich dann auch im Stadion wieder mit dabei. Gut, aber heute Augsburg. Und ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben es seit dem letzten Mal auch immer sehr schwer getan. Wichtig ist für mich aber heute, dass wir schaffen, an die wirklich grandiose Leistung vom letzten Mittwoch zu Hause gegen Hoffenheim anzuknüpfen. Ich finde, das war eine wirklich bärenstarke Leistung, die wir da hatten. Haben endlich mal wieder richtig guten Fußball gebracht. Und das sah richtig gut aus und ja, einfach wirklich auch gute spielerische Akzente nach vorne gesetzt. Ne? Auch wenn die dummen Hoffenheimer das ganz anders sehen, wenn ich so sehe, den oberarroganten Nagelsmann und den ebenso blöden Rosen, naja, egal. Abgehakt. Ne? Okay. Also heute jedenfalls gegen Augsburg und das Ding muss auf jeden Fall gewonnen werden. Die Frage für mich, ist es ein Schicksalsspiel für Nuri? Ich sage nach wie vor ja, weil letzten Endes 10 so gut die Leistung auch gegen Hoffenheim war. Und es war und so hoch verdient auch der Sieg gegen Hoffenheim war. Ich muss dann eher sagen, ja, das ist für mich trotzdem die Punkte, gibt es halt eben nur Punkte und das Torkonto zählt halt eben nur für die Bundesliga. Und da würden wir auf jeden Fall nachlegen. Und solange wie da die Erfolge nicht da sind, geht das Ganze auch zulasten des Trainers. Und wenn heute kein Sieg ist, befürchte ich mal ganz stark, wird es irgendwann mal die Tage zu einer Krisensitzung auf der Werder Bremen Geschäftsstelle kommen. So. Und aber heute, wie schon gesagt, wir müssen zusehen, dass wir an die Leistung von Hoffenheim anknüpfen. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch natürlich auch in Augsburg einen Erfolg einfahren werden. So, wie schaut es aus? Wie können wir spielen? Ich bleibe dabei. Was Basis angeht, also einmal natürlich im Tor hieß Pavlenka definitiv gesetzt. Ansonsten muss ich sagen, über rechts, ich bleibe dabei. Bartels, so gerne wie ich ihn sonst auch mag, aber der ist für mich komplett von der Rolle. Und ich bleibe, dass er draußen bleibt. Und für ihn bin ich ebenso der Meinung, sollten wir Jojo reinbringen. Jojo braucht definitiv Einsatzzeiten. Und ich finde, mit ihm haben wir überhaupt nichts zu verlieren. Vorne hat im Mittwoch endlich mal Isak Belfodil gestochen. Und ich bin der Meinung, dass er auch heute von Anfang an vorne als Sturmspitze sein wird. Wir können gerne von mir aus auch mit einer Doppel-6 spielen. Dennoch muss ich sagen, das Spielsystem bevorzuge ich, ehrlich gesagt, auch heute ein 4-3-3. Viererkette, dreimal im Mittelfeld und ja, also eben nach vorne drei setzen. 4-3-3 ist auf jeden Fall für mich das Effektivere als Luis ja, ständige Defensivausrichtung, die er sonst in den Spielen vorher hatte. So, und wie schon gesagt, heute für mich, mein Tipp ist heute Sieg gegen Augsburg und zwar mit 2:0. Und für diejenigen nochmals, die noch nicht so oft auf meinem YouTube-Kanal waren, hier, das kann ich zeigen, das hier nämlich mein Werder-Tisch. So, da ist er, jawohl. Ich zeige euch dann mal nebenan rum. Ja, hier meine 31 Becher. Alles Einzelstücke, also nichts doppelt und dreifach gesammeltes. Was haben wir hier denn drin? Das ist einmal mein Teddy. Hallo? Die Fahne mit wunderschönem Einleben, wenn ich hier mal drauf drücke, was kommt dann? Dann haben wir hier noch die Werder Sparbüchse, übrigens auch da kommt Lala raus.
wenn da was reinkommt. Ja, ich meine, Quietschi, Entchen, Quaki, Schweinchen, er hier macht immer gerne hier den Fohlen. Ja, der Gartenzwerg, da haben wir noch so ein bisschen Geduld. Die beiden Biergläser, ein paar Anstecknadeln. Und das hier ist sowieso mein Motto. Gewalt hat auf dieser Welt für mich nichts zu suchen. Ja. Eine Werder Bremen, eine kleine Werder Bremen Wasserflasche. Kaffeetasse von Baumi, vor 3 Jahren beim Tag der Fans unterschrieben. Ein Werder Bremen Schnapskrug. Und ein Werder Bremen Schlüsselanhänger. So. Und das war's auch erstmal wieder von mir. So. Ich erstmal wieder hier rein. So. Und nicht vergessen, heute ab 18 Uhr ist die Auslosung für das DFB-Pokal-Achtelfinale. Live in der ARD, in der Sportschau. Könnt ihr aber auch, wenn ihr dann da seid, auch live im Ostkurvensaal sehen. So, und das war auch erstmal wieder von mir. Ich melde mich dann nach dem Spiel. Kann sein, dass es heute noch ist. Nach dem Spiel melde ich mich dann wieder. Und dann sage ich, bis dann sage ich mal, ich werde das wie wahrscheinlich wohl ausnahmsweise mal im Radio mitverfolgen. Also ich bin normalerweise kein Freund davon, von diesen Radioübertragungen, aber ausnahmsweise mal wohl ja. Hm, okay, bei auf Bremen 1. So, aber ich wünsche euch jetzt jedenfalls ja, einen Sieg heute und bis dann, bis nachher dann. Und lebenslang grün-weiß. Ciao, ciao.